Die nächste Pflanze, die ich euch zeigen möchte, ist wahrscheinlich etwas weniger bekannt als schwarze Sapote und Co. Ich stehe hier im Gewächshaus direkt vor unserer Cecropia peltata. Und zwar ist das die Gummiwurmfrucht oder der Affenschwanzbaum. Die Pflanze kommt ursprünglich aus Südamerika, ist aber auch in der Karibik verbreitet, also zum Beispiel auf Trinidad und Tobago findet man die, wurde aber auch in Afrika eingeführt. Und überall da, wo Fledermäuse und Vögel die Samen verbreiten, gilt die Art als invasiv. Und wir haben in Florida ein paar große Exemplare gesehen. Also die sind wirklich dekorativ, nicht nur von den Blättern her, sondern auch vom Wuchs. Bei unserer erkennt man es noch nicht, weil die relativ klein ist. Die hat vielleicht 3 Meter Höhe. Und zwar wird die Krone so richtig breit ausladend. Und das sieht wirklich toll aus. Mal kurz, um einen Vergleich der Größe zu sehen. Also die Blätter sind wirklich riesig. Und die Pflanze hat sehr viele verschiedene Nutzungen. Man kann die zurückschneiden und das Grüne an verschiedene Tiere verfüttern, Ziegen zum Beispiel. Dann, hier sieht man es so ein bisschen, ich habe gestern schon aufgeräumt und alles Trockene vom Boden weggefegt. Aber wenn die Blätter trocknen, fallen die ab und die getrockneten Blätter werden als Ersatz für Tabak benutzt. Ich finde jetzt rein den Fakt interessant, wir rauchen beide nicht, deswegen werden wir es auch nicht austesten. Aber rein zum Wissen ist es sehr interessant, finde ich. Und dann, die Blätter sind relativ rau. Die werden wohl als Ersatz für Sandpapier benutzt. Also nicht dieses ganz grobe, sondern das feine Sandpapier. Und das werden wir wahrscheinlich mal austesten. Ja, der Baum an sich hat einen hohlen Stamm. Und auch die Seitentriebe, also eigentlich die Blattstiele, sind hohl in der Mitte. Die Pflanze sondert auch einen Saft ab, der honigartig süß ist und lockt damit Ameisen an. Hier auch, aber unsere Ameisen gehen eigentlich an alle Pflanzen ran. Genau, was war noch? Ja, die Früchte kann man natürlich essen. Und dann, wir hätten unsere Pflanze eigentlich in die Mitte des Gewächshauses setzen sollen. Naja, da ist jetzt vielleicht 1 Meter noch Platz nach oben. Die lehnt sich jetzt schon zur Seite, weil die keinen Platz mehr hat. Und das ist eine Pionierart. Also wir könnten die auch gut zurückschneiden und die würde relativ schnell wieder austreiben. Die Pflanze haben wir vor 2 Jahren oder vor knapp 3 Jahren in Florida gekauft. Und zwar war die hier unten beschädigt am Stamm. Und die hatte eine Höhe von ungefähr, ich glaube, 50 cm. Wir haben die für 15 Dollar bekommen. Und das war eine Pflanze, die ich eigentlich schon immer haben wollte. Wir haben die im Fruit and Spice Park gesehen und auch im Echo Park. Die hatten auch immer Blüten dran, aber die sind so weit oben, dass man an die Früchte nicht kommt. Jetzt bei den ganz großen Exemplaren. Und ja, die sollen sehr lecker sein, also süß. Viele beschreiben es als feigenähnlich vom Geschmack. Und Websites, die die Früchte verkaufen, sagen, dass das ein Ahornsirupartiger Geschmack ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das stimmt. Aber die Früchte, mal gucken. Ich muss ein bisschen schauen. Das Licht ist hier immer eher schlecht. Wir haben hier diese, ihr seht, wo die Blätter rauskommen an der Seite. Und dann gibt es diese kleinen Seitenzweige mit diesem Spitzenaufsatz, sind diese Hüllblätter, die dann abfallen, und da ist jetzt eine Frucht auf der linken Seite, dieses fingerartige Gebilde. Hier ist auch noch mal eine. Ich bin zu klein. Jedenfalls werden die noch größer, also die werden bis zu 10, 12 cm lang, und wenn die reif sind, hängen die runter. Die Früchte werden noch richtig schrumpelig und das kann man dann so abziehen. In der Mitte ist so ein Strunk, der praktisch hängen bleibt. Und ja, das ist von der Konsistenz her wie so ein Gummiwurm von Haribo. Deswegen hat die Pflanze den Namen erhalten im Umgangssprachlichen. Und ich bin sehr gespannt, weil ich die Früchte halt noch nie probiert habe. Und ich gehe davon aus, dass die hier nicht allzu süß werden, weil wir halt dieses Schattiernetz komplett übers Gewächshaus gezogen haben. Und ja, die eigentlich einen vollsonnigen Standort bevorzugen. Und ja, die blühen sporadisch das ganze Jahr über. Wir hatten im letzten Jahr
Blüten dran gehabt. Die sind aber abgefallen. Also ich denke, dass das auch normal ist. Und es wird schon wieder warm hier. Für mich ist es immer schwierig mit der Konzentration dann. Ja, und vom Boden mögen die es durchlässig, also nicht zu nass, keine Staunässe. Wir werden hier nochmal umsetzen, ein paar Pflanzen. Das ist hier ein bisschen komplizierter. Mein Mann hat ja einen Online-Shop, also gerade nur eBay. Wir arbeiten an der Website. Und in bestimmte Staaten dürfen wir keine Pflanzen verschicken. Kalifornien und Texas gehören dazu. Und zwar braucht man so eine Zertifizierung. Da kommt jemand und guckt, ob man Nematoden im Boden hat. Dafür brauchen wir aber ein zweites Gewächshaus und alle Pflanzen müssen praktisch auf Tischen stehen. Die dürfen keinen Bodenkontakt haben. Und wenn das soweit ist, dürfen wir auch dahin verschicken. Jedenfalls wird das unser Gewächshaus für Vermehrung. Also wir pflanzen noch einen ganzen Teil mehr aus. Und ja, man sieht es hier, also in der Mitte haben wir jetzt ein paar. Das hier ist Olosapo und wir werden das dann für Veredelung nutzen. Es ist noch nicht aufgeräumt, aber jetzt sind die kalten Temperaturen vorbei. Und wir machen uns heute dran. Also ich habe gestern schon angefangen hier in der Ecke. Hier ist alles, was noch aufgetopft, vereinzelt werden muss. Hier ist unsere Kanistell-Ecke. Das sind alles die Sämlinge zum Veredeln. Und auch hier im Bereich werden wir noch mehr auspflanzen. Hier ist jetzt eine African Peach. Die ist zurückgestorben oder abgestorben. Treibt unten wieder neu aus. Ich denke, die hatte es zeitweilig zu nass. Das ist hier unsere schattigste Ecke und irgendwie trocknet das Wasser generell hier weniger gut ab. Weil hier werden wir noch ein paar Sachen hinpflanzen und haben dann hier nur kleinere Pflanzen zu stehen in Töpfen. Ja, das ist ein Haufen Arbeit, eigentlich mehr als wir zu zweit bewerkstelligen können aktuell. Unsere Kleine ist ja erst 2 Wochen alt und braucht Aufmerksamkeit, obwohl sie viel schläft. Aber jetzt müssen wir wirklich das Wetter nutzen. Wir hätten morgen eigentlich auf einem Wochenmarkt Pflanzen verkaufen sollen oder wollen. Jetzt haben wir Pech mit dem Wetter. Es regnet und es soll auch gewittern morgen. Und mit 2 kleinen Kindern und dem ganzen Zeug haben wir das jetzt abgesagt und werden dann in der darauffolgenden Woche erst dabei sein. Das wird auch spannend. Ich werde wahrscheinlich auch ein Video von dort drehen. Aber ja, das ist unsere Cecropia. Wir haben auch eine zweite Pflanze noch. Die gab es auch für 15 Dollar. Ich gehe mal kurz hier hinten hin. Sieht halt wirklich noch wüst aus. Hier ist unsere Mango. Eine Zwerg-Julie-Mango. Muss nötig zurückgeschnitten werden, ganz dringend. Hier hinten. Das ist jetzt unsere andere. Die ist noch ein ganzes Stück kleiner. Ich weiß noch nicht, was wir mit der machen. Wir haben überlegt, ob wir die als Zimmerpflanze versuchen. Wir haben nämlich eine sehr hohe Decke und einen sehr großen Topf im Wohnzimmer. Und da würde das gehen. Also wir könnten die wirklich lang drin halten können. Weil hier eine zweite Pflanze macht sich wahrscheinlich nicht so gut. Aber sobald die gefruchtet hat, werden wir die zurückschneiden. Wir versuchen auch den oberen Teil zu bewurzeln und dann werden wir die in die Mitte setzen. Wir müssen hier generell noch mal ein bisschen umsetzen, denn hier in der Mitte ist zum Beispiel auch diese kleine Sapodilla. Ich denke, die werden wir an den Rand setzen. Obwohl, das ist so eng hier. Ich glaube, da können wir gar nichts Hohes mehr setzen. Ja, und sobald hier alles fertig ist, werde ich ein Update machen vom Gewächshaus, alle Pflanzen zeigen. Das werden sicherlich 5 Videos, weil ich die nicht zu lang machen kann. Das dauert immer ewig lang, bis die hochgeladen sind. Deswegen alles in kürzeren Intervallen und dann sollte das ganz gut gehen. Ja, sobald die Früchte reif sind, mache ich nochmal ein Video. Bin mir jetzt auch nicht sicher, wie lange die brauchen zum Reifen. Aber ich bin sehr gespannt auf die.